Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 1. Aus irgendeinem Grund habe ich... Schon wieder haben wir es gleichzeitig gesagt. Unglaublich. Nein, ja, aber das Lustige ist, ich habe gesagt, 3, 2, 1, go. Also hab dann gedrückt, dann kam das Gelb, dann bin ich aufs... Habe ich erstmal nochmal gesagt, 3, 2, 1, go. Habe nicht gedrückt, auf einmal wurde es rot. Und ich habe die Ehre, nochmal dabei zu sein. Ja, aber nur, wenn du es... Also es wird nicht über das ganze Let's Play so sein, das sage ich schon mal so. Ja. Wird wohl jetzt erstmal das letzte Mal sein. So, was haben wir denn hier? In unserer Truhe. Können wir ablegen? Ich würde das mal ablegen, weil ich das nicht brauche. Ganz und gar nicht brauche ich das. Ja, ist das Problem. Welches Wichtige? Der Superknaller. Ist online. Spielt Counter-Strike. Weißt du was? Ich geh jetzt die Shotgun-Munition, leg sie ab und komm dann wieder mit der Pistolen-Munition. Oder soll ich direkt auch die Kräuter holen? Hol das, was du dir holen kannst, würde ich sagen. Ja gut, wir holen jetzt erstmal, da wir eh jetzt hier sind, holen wir uns alles, damit wir hier nicht nochmal später nochmal. Ich nehme nur die Pistole und die Munition mit. Zombie können wir wieder leicht verarschen, ist ja klar. Die brauche ich nicht zu killen, weil die kann man eh leicht umrennen. Der eine steht vom Pfeiler, der eine bewegt sich sehr schlecht und der ist ein bisschen fies, aber wird auch nicht so schlimm sein. Wir gehen jetzt erstmal die Kräuter holen, bin ich für. Ja, dafür bin ich auch. Denn der ist ja ganz einfach zum Laufen. Ich stelle mich schon bereit, um in die Ecke zu laufen. Ich will mal gucken, wie du dich nächstes Jahr anstellst. Ich wette, du wärst jetzt schon tot. Danke. Ach so, du bist ja noch da. Ich wette, du wärst irgendwie... Bei Resident Evil 2 bin ich noch nicht einmal gestorben, glaube ich. Resident Evil 2 ist aber auch viel, viel leichter als das Spiel. Also meiner Meinung nach ist es viel, viel leichter. Kombinieren wir auch direkt. Oh, hier sind noch mehr Kräuter. Ich mag den Raum. Ich zieh mir direkt ans rein, weil man okay ist, dass das Gelb nicht schon wieder in der Anzeige siehst. Nein. Ah, das ist so jetzt voll verschwenderisch. Nein, das ist ein Biss weniger. Der Part ist eher läuferisch am Anfang, weil ich muss jetzt auch gleich schon die Shotgun und die Shotgun-Muni holen. Alter, ist das gechillt, ey. Ohne Witz. Ein gutes Spiel. Ah, fuck. Beine hochlegen und zusehen, wie der Let's Player Clash stirbt. Perfekt. Ich werde nicht sterben, keine Sorge. Und ich habe flüssiges Bild, also richtig flüssiges Bild. Das ist richtig gut. Shotgun-Munition. Und die kaputte Shotgun müssen wir uns gleich nochmal holen. Müssen wir gleich nochmal hier hin. Ob das mit den 20 Parts was wird? Ja, Spiel Heron ist ja nicht sehr groß. Das Spiel ist sehr schnell beendet. Uah, der Anfang ist ja viel laufen, später nicht mehr so. Kommt später noch ein paar Rätsel und dann ist es auch schon fertig. Endboss? Der Endboss ist leicht. Echt? Ich hab mir jetzt wieder angeguckt, 6 Magnum-Schüsse und der ist tot. Das ist der Tyrant. Den kennst du doch. Von Teil 2. Nein, Quatsch. Von Ende von ja, Teil 3. Ja, ich kenn den, ja. Ja, ich weiß, was du meinst.
So. Wie du siehst, unser Item. 50 Pistolenschüsse, ein Erste-Hilfe-Spray, die zwei Schlüssel, um die Türen aufzumachen. Das Emblem, das Windwappen brauchen wir erst später, das Kampfmesser wollen wir auch erst später, die Shotmoney und die Kräuter können wir hier lassen. Jetzt holen wir so die alte Shotgun, legen die auch noch hier rein und dann... Wenn ich mich jetzt von dem beißen, das ist echt sinnlos dann. Ja, wir sind schon 7 Minuten oder 6 oder 7 Minuten am Aufnehmen und sind nur am Umlaufen, um Sachen zu holen. Das erinnert mich an einen Part von mir, von Resi 3. Da habe ich bei den ersten 4 Minuten, glaube ich, nur im Inventar rumgemacht. Bis ich dann mal richtig angefangen habe. Naja gut, das Inventar gehört auch dazu. Uah. So. Und hier wo es frei ist, kommt dann das Gewehr hin. Safe Set. Du Cheater, ey. Nur Safe Sets macht er hier. Warst du nicht der, der bei jeder Kleinigkeit Safe Set gemacht hat? Jetzt im Ernst, du hast doch wirklich bei jeder Kleinigkeit. Ja, weil ich keine Lust habe, immer alles zu wiederholen. Ich kenne mich halt. Einmal passe ich nicht auf und dann bin ich tot. Und dann muss ich alles von vorne machen. Weißt du, wie ätzend das war bei mir mit dem Aufnahmegerät? Tja. Wenn ich Safe Sets hätte machen können, hätte ich eine bessere Note gehabt als du. War das eine 6? Kurz eine 4, wir waren mit dem Safe Sets. Das lag nur an meiner miserablen Zeit, ja. Weil ich alles erkundet habe. Ja, bei mir lag es auch bei meinem PlayStation, weil ich auf Pause war und meine PlayStation 8 Stunden lang an war. Ich hätte auch einen Speedrun machen können. Das sollte man nicht machen, weil es dann leckt und das Schieden ist. Oh, das ist schön, wir haben Munition gefunden. Oh mein Gott. Ist hier ein Schrank? Ja, ich sehe den Schrank. Ich weiß, was jetzt kommt. Cool. Oh, von oben! Boah. Wie er stirbt. Wie er stirbt. Tagebuch des Wärters, das habe ich mal gelesen. Ach so, ich gehe zu schnell runter, ihr könnt es ja gar nicht lesen. Das nächste Buch lese ich vor. Ich verspreche es. Das nächste Projekt oder das nächste Buch? Also das nächste Mal, wenn ich es lesen muss. Okay. Weil es gehört einfach dazu. Somit hast du auch meine nächste Frage beantwortet. Das nächste Buch oder das nächste Dokument? Wird Marcel jemals Buch geben? Das Was? Und viel mehr in der nächsten Folge von Mehr Jungfrau Mann und Marcel. Hey, was willst du von mir? Egal. Konzentrier du dich lieber mal auf Resident Evil. Ich konzentriere mich doch gerade. Bevor du nicht wieder einen Rang F kriegst. Ich bin fokussiert, im Gegensatz zu anderen. Sie ist von innen verriegelt. Und hier habe ich ja geöffnet. Den Raum kenne ich, aber ich weiß nicht mehr genau, was ich machen ich muss das ablegen, warte. Soll ich erstmal alle Türen im Haus aufmachen, damit wir den Schlüssel gleich wegwerfen können? Ja. Oder soll ich erstmal jetzt nach und nach die Missionen erledigen? Ne, erst die Schlüssel, oder? Erst die Schlüssel. Dann sind alle Türen offen, das Recht. Wo war noch eine, wo ich nichts einfügen musste? Da waren noch zwei oder drei.
Warte mal. Okay, damit hat sich das auch erledigt. Du kannst das hier nicht benutzen. Ja, das ist verschiedene Schlüssel gewesen, du Lappen. Willst du an der Uhr aufschließen? Wer hat an der Uhr gedreht? Marcel. Ist der James denn wirklich so blöd? Ja. Marcel ist hässlich und er ist stolz. Er ist hässlich und er ist stolz. Das mit dem Stolz ist ihm neu. Wir haben den Herrenmaus-Schlüssel benutzt und wir haben schon wieder einen neuen Raum betreten. Weißt du, jetzt episch wäre? Direkt Zombies. Nö, eigentlich ein recht cooler Raum. Da liegt was? Munition, oder? In dem Raum kann man doch bestimmt saugut chillen. Auf dem Sofa. Wir haben deswegen jetzt genug Munition. Nur hoffentlich muss ich nichts aufsammeln, weil ich hab nicht viel... Uah! Und tauchen diese Drecksviecher eigentlich immer da auf, wenn man sie nicht haben will. Und ein Safe-Raum wäre jetzt mal wieder schön. Das ist witzlos, ich treffe ihn nicht. Was der für einen riesigen Schatten auf dem Bauch hat. So fett war der gar nicht. Kräuter und ich habe nichts dabei. Sie haben keinen Schlüssel für diesen Raum. So. Was ist das denn? Ach, brauche ich nicht mehr. Damals hätte ich es gebraucht. Ja, ein bisschen ärgerlich, dass hier Kräuter drin sind, ich die nicht nutze. Mach dir doch ein bisschen die Haare am Spiegel wie Wesker. Ja, Wesker ist cool. Okay, der Raum nützt uns jetzt momentan nichts. Da sind Kräuter drin, merkt ihr den Raum, wenn du kannst. Können wir uns später. Könnten wir später dann Leben holen. Wenn ich Ton hätte, wäre das noch viel cooler eigentlich. Ich weiß, die Musik ist nämlich episch. Ach, warte. Nee, ich muss hier lang. Es gibt jetzt keinen Raum mehr momentan, wo ich hinkomme, der so aufgeschlossen werden kann. Ich muss jetzt wieder nächstes Teil der Mission erledigen. Fängt jetzt gerade an zu lecken. Nee, warum? Ich habe irgendwie kleinere Probleme gerade. Du hast ja auch gümmeliges Internet. Nein, das liegt nicht daran. Aber bei mir läuft gerade Physik. Was denn jetzt? Ich dachte, es leckt. Hat gerade, aber jetzt läuft's wieder flüssig. Du gehst gerade durch eine Tür und jetzt bist du draußen. Mann, da bin ich schon 2 Minuten schon rausgegangen. Was für ein Leck du hast. Jetzt sieht man einen Zombie. Pff, der läuft dir hinterher. Nur leider ist er viel zu langsam. Aber die dumm sind, die Zombies. Was passiert eigentlich, wenn ein Zombie versucht zu rennen? Der fliegt aufs Maul. Was soll ich jetzt sagen? Der fliegt aufs Maul. Der fliegt auf seine hässliche Visage. Was denn? Das stimmt doch. So, die legen wir mal ab. Wo ist die Munition? Warte mal. Ach Gottchen. Ich hab mich dazu entschlossen, das Hilfswerk abzulegen. Hab ich eine halbe Heile. Terminator spielt Counter-Strike, GO. In Zeitlupe hat sich gerade die Kiste geöffnet bei mir. Wer hat dir jetzt gesagt, dass man hier wenig Munition findet? Wie du ja siehst, findet man hier viel Munition. Wir beide, oder wir beide haben das gesagt. Ne, du hast mir das erzählt, dann hab ich einfach gesagt, ja. Ach so, stimmt. Ja, ich hab dir das gesagt, das weiß ich. Von wem hast du es? Weiß nicht. Eigentlich momentan ja nicht so stimmt. Wenn du die Zombies gut umrennst, sparst du Munition. Im Internet steht halt echt... Wenn du jeden einzelnen Zombie abknallst, dann natürlich nicht. Eben, im Internet steht echt, dass man da wenig Munition kriegt. Gerade bei dem Quiz-Durchgang.
Tür ist verschlossen, ein Helm ist eingraviert. Wir haben kein Emblem dabei. Ein Nummer, ich hab's gut schloss. Ich gebe jetzt irgendwas ein, Stoff, was stimmt. Oh, schade. Nee, geht, kann man nicht mehr eingeben. Gut, hier müssen wir auch nicht hin. Dann müssen wir jetzt... Geh ich in den Safe und machen Schnitt, weil wir schon wieder... Ja, wann haben wir aufgenommen, 40? Ja, gut, ja. Ja, gut. Ja. Mitten im Getümmel kannst du einen Schnitt machen. Ja. Hier mal einen Cut und sehen uns dann wieder, Leute. Ciao. Tschüss. Oh, safe sit, safe sit, safe sit.